An die 2000 Zuschauer waren gekommen, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen. Am 10. März fand auf der Lilliputbahn im Wiener Prater zum bereits fünften Mal das laut eigenen Angaben verrückteste Draisinenrennen der Welt statt. 9 Teams waren am Start, darunter auch 2 Teams der ÖBB-Lehrwerkstätte Floridsdorf. Die Bedingungen waren leider nicht optimal. Das Wetter ist trüb, die Schienen sind feucht, aber wir hoffen trotzdem genug Grip zum Zusammenbringen, dass wir mit der Draisine einen guten Platz einfahren. Zu Beginn präsentierte jedes Team seine Draisine in einer kurzen Show. Dabei ließ es ÖBB 175 ordentlich rauchen. Mit ihrer Verwandlung von einer Dampflok zu einer Tauruslok erreichte unser erstes Team mit 45 Punkten die zweitbeste Jurywertung. Das zweite ÖBB-Team, Zukunft am Zug, war mit dem verbesserten Vorjahresmodell am Start und bekam 37 Punkte für diese Show. Vorlage für die Draisine war ein DeLorean, das Auto aus dem Film Zurück in die Zukunft. Ja, es ist schön, dass jetzt einmal schon 2 Teams sind, obwohl wir, glaube ich, ja doch viel mehr Lehrlingswerkstätten haben. Und der technische Fortschritt gegenüber dem ersten Jahr ist also absolut erkennbar. Also sie sind beide wirklich im Topspeed und haben, ja, vielleicht schaffen sie es wirklich zu gewinnen. 4, 3, 2, 1. Die Strecke führt rund 250 Meter in den Wald. Dort wird gewendet und es geht wieder zurück zu Start und Ziel. Im ersten Rennen setzen sich unsere Lehrlinge sofort deutlich ab. Die Gegner des TGM haben mit ihrem Antrieb keine Chance. ÖBB 175 fährt einen überlegenen Sieg ein. Das zweite ÖBB-Team mit ihrem DeLorean kann in ihrem ersten Rennen gegen Flower Power von der Geschwindigkeit her gut mithalten. Das Wendemanöver dauert bei uns aber zu lange. So kommt die Draisine des Francisco Josefinums als erste mit großem Vorsprung zurück auf die Zielgerade und kann nicht mehr eingeholt werden. ÖBB 175 kommt in Vorsprung zur Wende. Wir fragen Zuschauer um ihre Meinung. Also ich wette auf die Racing Bulls, die sind... Ja, ich eigentlich auch, aber... Red mal nicht dazwischen! Die Experten sind sich also einig, nur liegen sie falsch. Die Racing Bulls können nicht mehr aufholen und die Lehrwerkstätte fährt mit ihrer Taurus den zweiten Sieg der Vorrunde ein und wird Gruppensieger. Unser zweites Team, Zukunft am Zug mit dem verbesserten Vorjahresmodell, gibt gegen die Lost Boys vom ASK Wien noch einmal so richtig Gas. Doch schon wieder kommen sie nur als Zweite von der Wende zurück. Was ist da los? Wir fragen nach. Die Bremse war zu schwach, wir sind durchgefahren. Und bei unseren haben wir Probleme gehabt. Wir sind mindestens 10 Meter durchgefahren, wegen der Bremse. Doch wer braucht eine Bremse, wenn der Motor so gut ist? Dank der besseren Übersetzung können sie den Gegner noch überholen und werden mit diesem Sieg in ihrer Gruppe Zweiter. Für die nächste Runde werden die Paarungen ausgelost und es kam, wie es kommen musste. Die beiden ÖBB-Teams müssen gegeneinander antreten. Herr Lackner, gibt es eine Stallorder? Wir lassen einfach die Vorrunde. Wo sind die Fans der ÖBB? Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen beginnt. Leichte Vorteile für Zukunft am Zug. Gleichstand in der Wendezone und ein schnellerer Start vom Team 175. Mit unglaublicher Geschwindigkeit ziehen die Jungs mit dem DeLorean an der Taurus vorbei und stehen somit im großen Finale. Im Rennen um die Plätze 4 bis 6 erreicht ÖBB 175 gegen das Team Rahö noch einen Sieg. Sie scheiden dann aber gegen die Racing Bulls mit gerissener Kette aus und werden Fünfter. Jetzt haben wir nur mehr ein heißes Eisen im Feuer, Zukunft am Zug. Zwei Siege trennen sie noch vom Gesamtsieg.
Im ersten Finalrennen treffen unsere Lehrlinge wieder auf Flower Power, die dieses Duell in der Vorrunde gewonnen haben. Der Gegner erwischt einen guten Start und zieht davon. Die Geschwindigkeit bei unserem Geschoss passt und die Hippies vom Francisco Josefinum sind bald eingeholt. Und überholt. Doch jetzt sehen wir gleich, was passiert, wenn die Bremsen nicht auf diese Geschwindigkeit ausgerichtet sind. Wieder überfährt die Draisine die Wendezone um viele Meter und kostbare Sekunden werden verschenkt. Flower Power liegt uneinholbar voran. Wirklich uneinholbar? Knapper Sieg für das Francisco Josefinum. Und die Draisine bremst wirklich schlecht. Das war das knappste Ergebnis des Tages. Nur wenige Zentimeter haben hier entschieden. Mit einem Sieg gegen die Firefighters wäre noch die Silbermedaille möglich. Doch die sind schnell. Zu schnell für Zukunft am Zug. Und das Wendemanöver gelingt erneut nicht. Als die Feuerwehr ins Ziel kommt, ist von der Zukunft noch nichts zu sehen. Woran es gescheitert ist, weiß man jetzt. Also nächstes Jahr halt vielleicht zwei Bremsen drauf. Ja. Das Einzige, wir müssen ein bisschen am Bremsen arbeiten. Wir sind einfach immer zu weit gefahren. Nein, einfach spitze, was die Leistung von den Jugendlichen hier. Ja. Ich denke, also der Motivation hat sicher nicht gehapert. Aber wir müssen halt auch ein bisschen üben, ein bisschen etwas verbessern, die letzten Feinheiten halt abstimmen. Dabei haben wir jetzt ein Jahr Zeit, dass wir an der Bremse tüfteln und umdrehen vor der Draisine, weil dort haben wir leider ein bisschen das Manko gehabt und sehr viel Zeit verloren. Im letzten Rennen schließlich besiegen die Firefighters ihre Kollegen aus dem Francisco Josefinum und gewinnen das verrückteste Draisinenrennen der Welt. Vor Flower Power und Zukunft am Zug. Fünfter Platz für ÖBB 175. Es bleibt die Hoffnung auf ein besseres Ergebnis im nächsten Jahr. Nächstes Jahr dann wieder. Und dann wird sich sicher auch mal ein erster Platz ausgehen, ja.